Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Die erste Staffel von My Pride ist nun offiziell vorbei und wir wollen uns im heutigen Video mal die 10 Folgen und die Story dahinter genauer anschauen. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride auf Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Bevor wir jetzt jedoch mit dem Video starten, möchte ich mich kurz dafür entschuldigen, dass ich jetzt länger etwas inaktiv war, was das Videoproduzieren betrifft. Ich hoffe, dass sich das Ganze jetzt langsam wieder einpendelt und wieder regelmäßig Videos kommen werden. Bevor wir hier jetzt weitermachen, muss ich noch das Gewinnspiel von Discord auflösen. Dort haben wir nämlich einen kleinen Zeichenwettbewerb gestartet und ich werde euch jetzt Platz 1, 2 und 3 vorstellen. Platz 3 teilt sich tatsächlich das Bild von Tucker mit dem Bild von Tigris Meister. Platz 2 geht an das Bild vom User Ein Etwas. Und Platz 1 geht an die Windtänzerin. Alles in allem habt ihr sehr, sehr schöne Zeichnungen eingesendet. Ich möchte mich hier auch nochmal bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Und wenn du jetzt auch mitmachen möchtest, kannst du unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Dort kommst du zu meinem Discord-Server und auf dem Discord-Server findest du dann den Raum Zeichen-Contest. Dort findest du alle wichtigen Infos zum nächsten Zeichenwettbewerb. Und bevor wir jetzt mit dem heutigen Video starten, gibt es eine kleine Spoilerwarnung für alle, die My Pride noch nicht gesehen haben und es auf Deutsch weitersehen möchten. Also, hiermit seid ihr gewarnt worden und wir starten los mit dem heutigen Video. Vor etwas mehr als einem Jahr kam die erste Folge My Pride. In einem Rhythmus von circa einem bzw. zwei Monaten erschienen dann die weiteren Folgen. Das ganze Projekt sowie die Story stammen von Maddie Patton. Gleich zu Beginn von Folge 1 werden wir mitten in die Story geworfen und uns wird von einer Stimme erklärt, dass es drei große Königreiche mit jeweils einer Gottheit gibt. Das Königreich des Mondes mit der Göttin Ezra, das Königreich der Sonne mit der Göttin Sans und das Königreich des Sturmes mit der Göttin Khensu. Diese drei Gottheiten sind by the way auch Schwestern bzw. Sans und Ezra sind sogar Zwillingsschwestern. Außerdem hatte jede der Göttinnen einige verschiedene Aufgaben. So ist die Göttin Sans beispielsweise für die Sonne, die Göttin Khensu beispielsweise für den Regen und die Göttin Ezra beispielsweise für das Einsammeln der verstorbenen Seelen zuständig. Was hier by the way auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass die Göttin des Mondes Ezra erblindet ist. Warum das so ist, erfahren wir dann später. Wir erfahren hier auch, dass die Göttinnen für ihr jeweiliges Königreich einen Anführer auswählten, der dann so lange regierte, bis der nächste Auserwählte erwachsen geworden war. Aufgrund von immer wiederkehrenden Spannungen entschloss sich die Anführerin des Mondkönigreichs Kyoga, ein Bündnis einzugehen mit dem Anführer des Sonnenkönigreichs Light. Allerdings eskalierte die ganze Situation an der Stelle komplett, weil Kyoga plötzlich verschwand. Und hier wird uns erklärt, dass Kyoga scheinbar von einer Löwin entführt wurde mit dem Namen Karabi. Daraufhin brach ein brutaler Krieg zwischen den ganzen Königreichen aus und Light schwor, seine zukünftige Partnerin zu retten. Laut dieser Erzählung gelang das allerdings nicht, denn Karabi hatte Kyoga bereits getötet. Daraufhin entflammte ein Kampf zwischen Light und Karabi. Light konnte sie dann schließlich mit der Macht der Liebe hust hust besiegen und schuf das Rudelgesetz. So viel mal zur Hintergrundstory. Daraufhin werden wir dann wieder in die reale Welt zurückgerissen und erfahren, dass die Erzählerin die Löwin Sharptongue ist, die diese Geschichte ihren drei Enkelkindern erzählt. Diese sind Spark, Fire und ihre namenlose Schwester. Warum genau sie namenlos ist, erfahren wir dann in Folge 2. Allerdings wurde Sharptongue dann von ihrer Tochter und Mutter der drei Löwenkinder, Powerstrike, unterbrochen. Es war nämlich wieder mal Zeit für die Jagd. Und während Powerstrike und Sharptongue auf die Jagd gingen, passte der Vater von den dreien, Starman, auf sie auf. Sie unterhielten sich nochmal über die Geschichte, die ihnen Sharptongue erzählt hatte. Starman hatte allerdings keinen Plan, wovon die drei gerade sprechen, und die Schwester von Spark und Fire erklärte ihm nochmal genau, worum es ging. Beziehungsweise das Ende in einer Kurzfassung. Plötzlich wurden die vier dann von einem Löwengebrüll aufgeschreckt. Starman befahl seinen Kindern, sich im hohen Gras zu verstecken und zu warten. Fire kam aber nicht mehr ganz klar auf sein Leben und lief einfach weg. So versteckten sich nur noch Spark und seine Schwester im hohen Gras, während ihr Vater versuchte, den Außenseiter oder No-Man, wie es im Englischen heißt, zu finden. Das gelang ihm dann auch mehr oder weniger, denn der Außenseiter griff ihn an. Schließlich gelang es dem Außenseiter, Starman zu besiegen. Damit gehörte diesem Außenseiter nun das Rudel. Um das auch noch endgültig zu markieren, machte er sich auf die Suche nach den Jungen des alten Anführers, um sie zu töten. Schließlich konnte er Spark und seine Schwester finden. Er tötete Spark und gerade als er seine Schwester töten wollte, griff sie ihn an. Sie sprang ihm ins Gesicht und kratzte ihm ein Auge aus. Der Außenseiter wehrte sich natürlich und verletzte die kleine Löwin auch. Es gelang ihm, sie wegzuschleudern und sie klatschte gegen einen Baum und wurde ohnmächtig.
Sie hatte einen Traum oder eine Vision von einem wunderschönen Ort mit einem Wasserfall in der Mitte. Auf der anderen Seite des Flusses stand ein weißer Löwe mit blauen Augen, der sie anstarrte. Plötzlich wachte sie wieder auf und sah ihren Bruder Fire, der vor ihr stand. Währenddessen gab es eine Auseinandersetzung mit dem Außenseiter und Powerstrike und Sharptongue. Powerstrike wollte ihn nicht als Anführer anerkennen, da ihre Tochter ihn im Kampf mehr oder weniger sogar besiegt hat. Es entfachte hier eine kleine Diskussion, die dann von Sharptongue unterbrochen wurde. Da sie der Hunt Chief oder zu Deutsch die Jagdoberste ist, hat sie unter den Jägerinnen die höchste Entscheidungskraft im Rudel. Sie entschied, dass der Außenseiter zum rechtmäßigen Anführer werden kann. Allerdings muss er Fire und seine Schwester am Leben lassen. Powerstrike war davon jetzt nicht unbedingt beeindruckt und hatte nach wie vor Sorge um ihre Kinder. Als Fire dann schließlich mit seiner Schwester wieder zurückkam, bemerkte ihre Mutter Powerstrike, dass ihre Tochter verletzt war. Und wir bekamen hier schon mehr oder weniger eine Andeutung auf das, was in Zukunft passieren wird. Soviel zu Kapitel 1. Und nach der ersten Folge fragt man sich vielleicht, warum gibt es hier Außenseiter, was ist mit den Anführern und was genau sind Jagdoberste? Und damit kommen wir zu den Pride Laws oder den Rudelgesetzen. Hier wurde nämlich ganz genau von Light, dem ehemaligen ausgewählten Anführer des Sonnenkönigreichs, festgehalten, wie sich Rudel nach der Zerstörung der Königreiche weiterbilden sollten. Beziehungsweise einfach nur Gesetze dazu. Beginnen wir mit dem Thema Außenseiter oder Nomains. Nach diesem Rudelgesetz bekommen männliche Löwen direkt nach ihrer Geburt einen Namen. Sie bleiben dann so lange im Rudel, bis sie ausgewachsen sind. Dann werden sie zu sogenannten Außenseitern oder Nomains. Sie müssen das Rudel verlassen und ein eigenes Rudel finden. Das heißt, sie können entweder ein Rudel gründen oder sie müssen den Anführer eines anderen Rudels töten und können dann seinen Platz einnehmen. Doch bis sie das geschafft haben und zu sogenannten Mains oder Anführern werden, sind sie Außenseiter und müssen alleine in der Wüste leben. Wie wir es am Beispiel von Fire gesehen haben, gibt es natürlich auch Gruppierungen von Außenseitern, die sich zusammenschließen, um zu überleben. Da das hier so ungefähr dazu passt, packen wir gleich das Thema mit den rudellosen Löwinnen und Löwen dazu. Es gibt nämlich auch Löwinnen und Löwen, die sich nicht an ein Rudel binden wollen. Diese sind dann rudellos oder prideless, wie zum Beispiel Hover oder Rain, also Rain mehr oder weniger, aber dazu kommen wir später noch. Rudellose Löwen werden meistens von Rudellöwen eher als Abschaum betrachtet. Kommen wir zu den Mains oder Anführern. Wir haben es ja vorher schon leicht angeschnitten. Männliche Löwen müssen, sobald sie erwachsen sind, das Rudel verlassen und sich ein neues suchen. Wenn sie ein neues Rudel finden und deren Anführer töten, dürfen sie seinen Platz einnehmen. Daraufhin verlangt das Rudelgesetz eigentlich, alle Nachkommen des alten Anführers zu töten, sodass sich dann im Prinzip eigentlich nur noch die Blutlinie des neuen Anführers im Rudel finden kann. Schließlich wird bei ihrem Namen noch das Wort Main angehängt, so wie bei Quickmane, Starmane und Proudmane. Und ab diesem Moment sind sie dann so lange Anführer, bis sie von einem neuen Außenseiter getötet werden oder selbst sterben. Tatsächlich weiß ich keine konkrete Antwort darauf, was passiert, wenn der Löwe eigentlich von selbst stirbt und nicht von einem Außenseiter getötet wird. Ich persönlich könnte mir halt vorstellen, dass es dann so weiterläuft, dass die Jagdoberste vorübergehend die Aufgabe des Anführers übernimmt. Oder, dass wenn er einen männlichen Nachkommen hat, dieser das Rudel übernehmen kann, sobald er erwachsen ist. Wobei das dann auch doch etwas kritisch werden könnte. Denn wenn man das jetzt am Beispiel von dem My Pride Rudel beobachtet, würde das ganz klar zu Inzest führen. Denn nehmen wir Folgendes an. Starmane wäre nicht durch einen Außenseiter gestorben, sondern ganz normal durch Altersschwäche. Einer seiner beiden Söhne, Fire oder Spark, würden seine Nachfolge antreten und ihnen würde das Rudel gehören. Hier gibt es aber folgendes Problem, dass alle Löwen im Rudel mit ihnen verwandt sind. Auf der einen Seite wäre da ihre eigene Mutter Powerstrike und deren Schwester Waterhunter und auf der anderen Seite wäre da ihre eigene Schwester. Dementsprechend würde es in diesem Rudel keine Möglichkeit für die Fortpflanzung geben, außer Inzest. Also ich glaube, dass einfach die Jagdoberste dann vorübergehend die Aufgabe des Anführers übernimmt, bis sich ein neuer Anführer findet. Und bevor jetzt Leute schreiben, aber im echten Leben gibt's doch auch Inzest unter Löwen, Mama. Klar gibt's das, das ist mir schon klar, aber das ist immer noch eine YouTube-Serie. Das ist das gleiche wie bei König der Löwen. Natürlich ist My Pride mehr an die Realität angelehnt, was zumindest den Aufbau eines Rudels angeht. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass man so weit gehen würde und Inzest irgendwie einbauen oder befürworten würde. Ihr müsst euch halt immer vorstellen, dass, also ich persönlich würde es mir halt so vorstellen, dass die Macher von so einer Serie oder von einem Film oder was auch immer, immer versuchen, zumindest hier ethisch korrekt zu bleiben. Also, im echten Leben wäre es natürlich irgendwie möglich, dass Spark oder Fire in unserem Beispiel, je nachdem wer von beiden jetzt die Anführerrolle übernehmen würde, seine Schwester bzw. seine Tante vielleicht knallt oder so. Aber würden wir Zuschauer das sehen wollen? Nee. Dementsprechend
baut man sowas in Stories einfach nicht ein. So, kurz abgeschweift, aber jetzt wieder zurück zum Thema. Kommen wir mal von dem männlichen Löwen zu den Löwinnen. Wie wir es hier in der ersten Folge schon mitbekommen haben, werden Löwinnen ohne Namen geboren. Hier stellt sich natürlich die Frage, hä, warum eigentlich? Nach dem Rudelgesetz ist es so, dass Löwinnen sich ihren Namen erarbeiten müssen. Sobald sie alt genug sind, müssen sie sich einer Prüfung stellen. Und hier werden ihre Jagdfähigkeiten auf die Probe gestellt. Ihr Name wird ihnen dann je nach Stärke verliehen, wie zum Beispiel Waterhunter, also Wasserjägerin. Sprich, Waterhunter wird vermutlich einfach gut darin sein, im Wasser zu jagen. Wenn ein Löwin besonders heraussticht, kann sie in der Hierarchie eines Rudels sogar aufsteigen. Und damit kommen wir zum Hunt Chief oder zur Jagdobersten. Diese ist die Anführerin aller Löwinnen im Rudel, steht allerdings rangmäßig noch immer unter dem männlichen Anführer. In ihrer Hand, oder besser gesagt Pfote, liegt es, die Jagd zu koordinieren. Außerdem beurteilt sie die Prüfungen der Löwinnen und vergibt die Namen. Ich muss hier allerdings sagen, dass ich nicht herausfinden konnte, wie man als Löwin zur Jagdobersten wird. Ich könnte mir halt entweder vorstellen, dass der Anführer die Jagdoberste auswählt oder die Jagdoberste vor ihrem Tod schon eine neue Nachfolgerin auswählt. Im Rudelgesetz gibt es auch noch so Regelungen wie beispielsweise, dass es verboten ist, lesbische oder homosexuelle Beziehungen einzugehen. Und die Löwinnen des Rudels gehören ausschließlich dem Anführer. Ihr merkt möglicherweise, dass das Ganze ziemlich herabwürdigend ist gegenüber den weiblichen Löwinnen. Das hat tatsächlich auch einen Grund, den wir später noch behandeln werden. So Leute, ich habe mich dazu entschlossen, hier das Video vorerst mal zu beenden und das zum Part 1 zu machen, sprich es werden dann noch weitere Videos zu diesem Thema kommen. Bei den nächsten Videos wird es dann auch nicht so sein, dass wir nur eine Folge pro Video bearbeiten. Bei der ersten Folge gab es einfach ziemlich viel zu erzählen und ziemlich viel zu besprechen und wir konnten auch gleich das Rudelgesetz mit besprechen. Also kurz gesagt, dieses Videoprojekt wird sich hoffentlich nicht allzu sehr in die Länge ziehen und ich rechne jetzt noch mit 2 oder höchstens 3 weiteren Videos zu diesem Thema, um alle Folgen komplett durchgekaut zu haben. Ich hoffe, dass euch diese Videoidee gefällt und wenn ihr weitere Ideen, Anregungen oder sonst irgendwelche Informationen zu Charakteren oder zur Story habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal!